Oboe, also Oboe, das hohe Holz, ist eigentlich in Frankreich populär geworden in einer Zeit, also zwischen 1850 und 1950, diese 100 Jahre, hat die Oboe also wirklich ihren Siegeszug in Frankreich gehalten. Natürlich wollten wir ein Album machen, was kohärent ist, also wo die Stücke wirklich zusammenpassen, wo wir einen Stil sozusagen versuchen zusammenzufassen. Und das ist natürlich, wenn wir einen Überbegriff finden, der Impressionismus.